Haarwachs und Tagescremes verschwinden immer häufiger unauffällig in Hand- oder Manteltaschen, erklärt dieser Filialleiter einer dänischen Supermarktkette. Langfinger haben bei den Nachbarn im Norden Konjunktur. Die Zahl der Ladendiebstähle ist so hoch wie seit 5 Jahren nicht mehr. Man nimmt das Produkt heraus, dann stellt man die leere Schachtel wieder ins Regal zurück. Im Moment haben wir viel Diebstahl von normalen Lebensmitteln, besonders von Käse. Eine Menge Käse verschwindet. Die Schuld sieht der Einzelhandel bei den hohen Preisen. Alles ist infolge der steigenden Inflation teurer geworden. Lebensmittel, Strom, Erdgas. Im September stieg die Inflation um 10%, der stärkste Anstieg in Dänemark seit 1982. Auch die Wissenschaft sieht das ähnlich. Es gibt kriminologische Untersuchungen, die darauf hinweisen, dass bei steigender Inflation die Bereicherungskriminalität zunimmt. Die dänische Politik will der Inflation vor allem mit Steuersenkungen beikommen. Ökonomen warnen vor einer Inflationsspirale. Wenn die Bürger überall für die Inflation entschädigt werden, verringert das den Anreiz, den Konsum zu reduzieren, und das schafft das Risiko, dass die Preise weiterhin hoch sein werden.